Wir sind heute beim Gaston Vogel an der Etude, alt Nesenker ja, aber eh ja mich spät, noch im letzten Gespräch. Und ich muss sagen, Gaston Vogel, wir hatten am Telefon mit ihm zu dienen, du hast mich ziemlich versäckelt gehabt. Ich weiß nicht, ob wegen Fuß ich ihre Haut erwischen, aber du hast etwas Flottes gesagt am Telefon. Also ich muss sagen, Herr Vogel, also er Kritiken, die er hat, um eine Adresse, die haben wir gut gedauert und sich. Weil sie waren richtig. Du hast gesagt, ich gebe mein Dossier nicht immer suivieren. Das ist richtig gewesen. Ich gebe nicht immer anhalten, was ich gebe. So, das ist richtig. Also, ich habe etwas beigelehrt. Ich kann auch noch am höchsten Alter etwas beilehren. Ich bin nicht genau, das ist ein junger Mann. Ich bin nicht genau. Ich bin 84 Jahre. Ich bin noch vulnerabel, gell? Ja. Natürlich sind wir wieder in einer Situation sehr défavorable, weil das allermanns schief ist. Ich merke, ich bin ein Tutor. Mhm. So was. Im Tribunal geht ja gesagt, oh, das ist 83, 84. Also nicht für mich. Aber sobald es ein gewisses Limitage ist, gehst du suspekt. Ne? Du gehst bei Gaspieren, bei Faible d'Esprit. Ich nenne nicht gar nee. Nee. Ne? Nee, weil die sind ja unheimlich fit am Kap. Ja. Das ist wirklich bewundernswert. Nein, nicht. Nee, nicht. Okay. Was ist das dann eher Geheimnis? Was sind denn auch so fit? Aber weil in Mutin, weil in vom Leben muss maximal profitieren. Und das Leben ist ein Feu, das ist ein Vulkan, der Magma spritzt. Und der Magma muss evakuiert werden. All da. Voilà, c'est comme ça. Ich konsideriere den Mensch auf der Basis. Der Mensch ist magmatisch, vulkanisch. Okay. Muss raus. Also muss raus. Auf allen möglichen Manieren. Ja, muss raus. Der wird nicht hängen bleiben. Ja, voilà. Il faut se libérer des métaux lourds. Genau. In dem Wissen, was die Leute wollen, die nicht alles verstehen. Genau. Und das gilt aber auch verbal natürlich. Das ist eng von ihren Stärken, für verbal Sachen rauszulassen. Du hast vier am Viergespräch gesagt, ich will keinen Freund, ich will nicht mehr Feinde haben, mit Freunden kann ich nicht aufhängen. Nein, gar nicht. Ich will Feinde haben, weil da weiß ich ganz genau, was für mich zu dienen. Mit Freunden, ich habe keinen Freund. Ich habe auch keine Freundschaft kultiviert. Gut, ich langweile mich ganz schnell mit den Leuten. Extrem schnell. Ich will also nicht rundherum mich immer Leute zu tun, die bratteln, sabbeln und so viel. Freundschaft besteht ja oft daran, dass Leute bei dich kommen, da sitzen, mit der Po dran. Das ist ja schon besser. Aber bei den Feinden weiß ich, was für mich zu tun. Bei den Freunden weiß ich nicht. Und das wäre nicht das große Prinzip von Jânio Quadros, wie der Präsident des KIFO Brasilien. Seigneur, heute gesagt, libérez-moi de mes amis, de mes ennemis, je me chargerai moi-même. Kann ich das zusammenfassen? Ich würde einfach den Smalltalk auch nicht gerne. Nein, gar nicht gerne. Warum nicht? Es war so, mein arme Frau, ich hatte die liebste Frau von der Welt. Wenn wir dann ein Diner hatten, was ganz rar für Kommers. Weil meine Frau war nicht ganz societal angestellt, nicht so gut. Also nur ganz wenig der Sache. Dann habe ich mich relativ gefreut, so ging der Art, wenn die Leute da kommen sind. An einem halben Ding log ich an dem Tisch und ich habe geschlafen. Ich hatte noch einen Freund, ich kann ihn noch nicht mal nennen, das war mein Themester oder mein Somnifère. Samstags, wenn ich eine Woche rum hatte, mit viel Sorgen und Scheiß, dann als hier kam, dann habe ich zum gesagt. Erzähl mir eine Geschichte von Pépin le Bref. Und dann hat er das gemacht, weil er so total egozentrisch, dass wir sich gespart haben. Und ich bin direkt geschlafen. Und meine Frau hat dann als Kurt, was ich noch gelacht habe, hat sie gesagt, du sollst nicht reden für alle Mal, mach das nicht, danke, Rebkett, weil ich lausche den Scheiß nicht nur, du schläfst und ihr potert weiter, aber wenn dann abgehauen hat, mein Potern sind ja weg. Gaston Vogel, wie sieht ihr, wenn der Trick guckt? Ihr habt ja eine Frage gehabt, die hat keiner. Seid ihr zufrieden mit eurem Leben, so wie das gelaufen ist? Regrettiert ihr irgendetwas? Nein. Ich regrettiere just, dass meine Frau nicht mehr da ist. Meine Frau war
das absolut Beste, was ich hier am Leben gesehen habe. Die Frau hat mich nie gelangweilt. Das für mich primordial. Na, langweil mich nicht, weil ich dient zum Assas. Aber das gilt nicht mehr für Frauen, das gilt für jeden. Ja, ich weiß, ja. Aber meine Frau war formidable. Ich hatte eine Frau, die hat, wenn wir sie auch Kollektionär da gewesen, während der ganzen Zeit von unserem gemeinsamen Leben. Aber meine Frau, die hat, hat den Sens für das Objekt da herauszusichern. Sie hat tant de bon Objekt gelöst, und sie sentait l'élan intérieur de la chose. Und da wusste ich, den Objekt als authentisch. So sind wir ein Kier, sie auf Paris, auf Biennale des Antiquaires kommt, du stung ein Buddha da, den als encore wat zu ganzem Preis offriert, du sollst zu mir, guck mal den Hals. Und ich, so, ich muss so ein, meine Frau war infiniment mehr subtil wie ich. Infiniment mehr italien, mehr invasiv. Ich habe nichts gesehen in dem Hals. Und dann sollte ich da gehen bei den Experten. Du kennst ja, der Moreau Gobard, das war der große Experte, den uns oft zu Paris besichtigt hat, wie wir 12 Jahre da gewohnt haben. Du sollte der Moreau Gobard, Madame Fogel, oui, c'est vrai, demain, l'objet disparaîtra. Ich war baff. Ich habe keinen Spaudermann für eine Frau. So etwas Formidables. Das war eine grande Dame. Es war ein Plaisir, mit der Frau zu leben. Gut, ein schwieriges Accident, in einer Dusche. Ganz schwer blessiert, am Femur, ganz Femur gebracht. Und sie hat die Zeit Osteoporose. Und du hast immer schlimm gehen. Ist in eine Depression nervös gefallen, die tun dann von ihrem Leben. Ganz schrecklich schlimm. Voilà. Ich möchte noch mal viel aus, gesehen ist. Ja, das für mich. Das für mich ein Desaster vom Leben gewesen. Wie war Ihre Relation mit den Kanner? Na, ich habe mich praktisch nicht mit den Kanner bekommen. Ich muss so, ich war ein diskutabler Nepu, und ich war kein bon Père de Famille. Ich habe meine Frau die Education von den Kanner total überlos. Sie hat das misshaft gemacht. Aus den Kanner sind lauter wunderbar Leute gegangen. Ich habe zwei, die sind auf Kurt. Ich habe einen Jungen, den als Enseigneur zu Heidelberg. Ein ganz großer Literaturmann. Impeccable Leute, sie haben alle gut Latein gemacht. Ich habe einen Moment einen Enkelin, die hat Griechisch gemacht an Latein und enseigniert Latein, aber bei Griechisch meine ich jetzt nicht genug Studenten. Impeccable Club littéraire, philosophico-littéraire. Voilà. Bis an petite enfance. Pas mal. Ich wollte ein paar aktuelle Themen mit euch beschwätzen, ja. Gaston Vogel. Viele Leute schwätzen über ihren Prozess, wenn es dem Leserbrief aus dem Jahr 2015. Ja. Du musst dir schon für dich mal vorstellen, der hat ja du anscheinend gegen Artikel 454 oder 457 einen Verstoß. Ja. Also die überhaupt normal, dass ein Prozess 7 Jahre braucht für, oder 6 Jahre braucht, für mal überhaupt plädieren zu gehen? Nein, das ist normal, aber ich kann aber nicht behaupten, dass wir andere Leute hier schuld. Ich habe eine Prozedur gemacht. Ich habe zum Beispiel Appell gemacht gegen das Jugement von der Chambre du Conseil. Sie sind in Cour d'Appel gegangen, ich habe Kassation gemacht. Solange wie all die Prozeduren laufen, konnten sie auch nicht viel machen. Okay. Bon, voilà, also ich mache da keinen Reproche. Okay. Aber Ihr Brief war demos anscheinend diskriminierend, ein Abruf zum Hass. Ja. Das ist ja um die rumänische Band gegangen, Troma, die Heschen. Ja, Troma, ja. So sind wir 6 Jahre spät, wie sieht das Haus? Also, den Brief nachgeschrieben? Ja, der Brief muss nach einem Kier geschrieben gehen. Muss nach einem Kier geschrieben gehen, er muss auch ein dramatisches Wieder geschrieben gehen. Das heißt, ich mache nicht einen Appell gegen die Leute, ich mache einen Appell und Politik, die soll hier Arbeit machen, a gucken, dass ein Tritt des êtres humains, die all da sich halt deruliert, abhält. Zu 90 sind der Loh,
20 oder so viel kondamniert in der Peine de Prison enorm, weil sie ihre Frau verkaufen. Sie haben schreckliche Sachen gemacht zu Lanzig. Die waren noch high. Ich habe schon 100 Mal gedroht. Waren sie high oder nicht? Ich kriege keine Antwort. Sie waren noch high. Gell? Ganz sicher waren sie high. Das also eine Firma, die armen Menschen, die das betrifft, das sind die mendiant ouvriers. Die kommen schaffen. Sie kriegen einen Becher an den Grab gedrückt, das ist immer die Selbste. Sie sind en Club fermé. Sie haben keine Fraternisation mit anderen Kloschern. Mit anderen Mondien. Sie sind immer da rassembliert. Da führen wir dir. Moi ist 20 Stück, kommen sie aus dem Entree, wo die Leute, wo sie gepennt haben. Und dann können die in den, und die dispatcht. Du. Und dann laufen sie Leute noch. Amen. Leute keckig, verrückt. Mit guten Menschen machen nicht. Es gibt aber ein Gesetz von 2014. Artikel 3, der hat gesagt, eine Mendicité en Bande organisée fiel als ein Delit enorm. 3 Jahre ferme Prison als das Minimum. Kein Mensch mehr etwas. Kein Mensch. Da leidet das Problem. Wen hatte ich an dem Prozess auf meiner Seite? Bürgermeister, ich habe gesagt, eine Vorlesung. 2 ganz wichtige Leute aus der Polizei, die gesagt haben, ja, das ist richtig, was du schreibst. Das ist absolut richtig. Wird nichts gemacht. Und da als das, was ich der Presse reprochiere, immer hängen geblieben an der Superficie, an der Surface, nie an der Fond von der Sache. Habt ihr einen Artikel gelesen, dass ein Trend des Êtres Humains hier an der Großgarde und auf der Gare? Nichts! Ach, ich meine, der Reporter, hallo, da bist du rüber. Ja, warte, warte. Ja, warte, warte, da geschrieben. Er hat diskriminierend über mich geschrieben. Ja. Er hat mich genannt Abschaum der Intellektuellen. Wenn ich ein bisschen darüber entfernt, das wäre Goebbels-Gespräche. Ne? Nazien und so gespannt. Ne? Ich habe einen langen Brief geschrieben, der Mann. Der Mann hat mich ganz an mein Herz geschlossen. Ganz. Als Feind. Das ist ein wunderbarer Mensch, ja. Energie mehr. Ja, man hat ja lieber Feinde, wie früher. Ja, ja, ja. Gesagt, den habe ich als Feind. Aber ich, ich bin noch nicht fertig mit dem Mann. Ne? Das heißt, wie ist das Problem da gelöst, in Ihrer Meinung? Mais das Problem ist gelöst in unserem Sens. Am Gesetz steht geschrieben, qui les conduit, qui les héberge an sie führen, als direkt zu haben als Auteur von der Tritt. Wir gehen gucken, wenn sie Mues bringt. Wir gehen gucken, wenn sie Oves feiert. Ja. Kein Mensch. Denn sie 2000 Protokolle gemacht. Nicht, dass auf dem Tribunal kommt. Immer noch mal gesagt, ich kann ja nicht bewiesen. Aber dann schaffen wir alles auf. Aber dann brauchen wir keinen Text. Ja, aber ich denke, das ist ein bisschen wie beim Drogenhandel. Du könntest ja auch nie um die richtige Leute runter. Ja, aber die Drogenhändler, die kommen an die Prison. Eine Minute kommen sie mit Handschellen zu viel. Die tun nicht. Die sind ganz frei, laufen sie doch immer. Das ist die triste Sauerei von Trittiert. Ich will in Rumänien arbeiten. Die hat ein Kier mit mir, ein Kier gemacht. Also die kennt ja alle Sprüche. Die schwätzen Rumänisch, nicht? Oder sie schwätzen ihren Zito. Da haben sie gesagt, ja, wir müssen an der Woche schaffen, an der Sonne können wir uns waschen. Das ist nie nicht ordentlich, wie war das denn? Presse hat sich nie darum bekümmert. Das ist da ja typisch für Presse. Presse bekümmert sich nicht um Zerren. Sie bekümmert sich um Scoopen, die persönlich Leute attackieren. Scoop, ne? Über den Mensch. Aber nicht über den Front. Ich gebe ein Beispiel. Wie ich jener Zeit als Afghot mich um eine Affäre bekümmert habe, die gut nicht meine Affäre war, wo ich mich nicht mehr darum gekümmert habe, weil ich profondément degoutiert war. Das war die Affäre von der Bauernzentrale von Berns. Ja? Der Berns kommt dann Sitzung und da wird da interrogiert von einer Präsidentin und da fliegt den aussieht wie ein Kalaschnikow. Die ganze Zeit. Ich hatte den Tag meinen Prozess auf einem anderen Platz. Und wie das gedauert hat, ich bin nach Kucke gegangen. Was habe ich gesehen? Das ist doch anormal. Was da geschieht, ist total anormal.
So zum Roger Notar, der exzellenten Stagiaire war die Zeit von mir. So, Roger, komm mal hin. Ich habe gesagt, wenn das du könnt, geh mal gegen Klier. Geh nicht mehr fort. Na, ich kann nicht mehr. Bon. Eine kurze Zeit danach, gauf der Berns kondamniert, 5 Jahre Prison. Und du siehst mich durch, die wir dann abgeschafft haben, auf Kur. So, heute ist ein Mann, Madame Lorrain, die ging in die Urgenz mit der Schweiz. Wir haben Flixing-Frau. Die sind, die, ich kann nur nicht an den Detail gehen, ne? Die hat ja alles verstanden. Mhm. Dann hat der Spielmann, wir haben nie mehr Spielmann gekriegt. Das war der beste Prokureur General, was man je hat. Der Titelspielmann. Er hat mich so 2 Jahre gerufen und hervor. Ich muss mich felicitieren für die Courage, die da hat. Wir haben die Leute nach Ekut gesagt. Die haben dann Schuss gespitzt vom Eisberg. Mhm. Das Resultat war, dass die 2 sich, na, versteht ihr? Mhm. Das brauche ich nicht zu erklären. Gell? Voilà. Ich bin haupt nach stolz drauf, dass ich das revelliert habe. Aber nicht für nichts, für nicht für einen Cent, nicht für gut nichts. Mhm. Einfach nehmen, weil ich das nicht supportiere, dass eine Justiz so saumäßig funktioniert. War das geschieht? Alle Sitzungen sind annulliert. Alle gut. Dort der Staat Millionen kostet. Mhm. Frank. An der Berns konnte sterben, ohne Kondonation. Und ich bin froh für den Mann. Das war nicht ein Portier. Mhm. Das war ein ordentlicher Mensch. Mit zurück zur Ehre-Affäre. Bei ihr steht. Aber werde ich noch vollzogen. Press, die hat das nicht kritisiert. Press, die hat gar nicht gesagt, der Prozess ist nicht ordentlich gemacht. Nein, sie haben gesagt, Vogel, Netzbeschmutzer. Das war das, was interessiert. Die Römer vom Journal, Netzbeschmutzer. Ich habe keinen Arsch im Tribunal, heureusement. Ich bin ein Lonely Wolf. Ja, das war es. Keiner hat die Rede und Fong von der Affäre. Keiner. Wir trägt zu Ära-Affäre und sich. Also, es geht ja nur just um die. Die Diskriminierung, die der Sold gemacht hat, geht ja nicht um den Fonds von der Sache beim Prozess. Nein, nein, geht ja nicht um Diskriminierung. Geht darum zu wissen, ob eine Incitation an der Hand ja, genau. Oder eine Incitation gegen die Ethnie gemacht hat. Das muss bewiesen gehen vom Prokureur, nicht von mir. Ne? Ich bin präsumé innocent, den Punkt. Ne? Bis der Gegenbeweis, ob ich das. Ne? Or, ich habe die Intention manifestement nicht gehabt. Ich hatte als Intention, der Politiker zu sagen, Matt, hallo, nun die Tür, etwas an der ja, Affäre. Genau. Gell, ja. Voilà. Mir war so ein Politiker. Mal gucken. Mhm. Mal gucken. Ja. Aber das ist ja, gucken wir mal. Mal gucken. Wir haben gucken. Ja, Yoga. Wir gucken. Gucken. Immer gucken. Gucken. Aber fertig geguckt, das ist nicht gemacht. Ja. Das ist Politik. Gucken. Gucken, gucken. Gucken. Immer gucken. Wow. Na, da gucken wir mal weiter. Mal gucken wir weiter. Ja. Gucken. Da schwatzen wir mal über die Politiker. Den CSV-Prozess gegen den Herrn Engel. Oder das wie wäre? Nein, ich bin nicht wie wäre. Und ich kenne auch keine Meinung dazu, weil ich den Dossier nicht kenne. Ich will schuss, dass du ganz honorable Leute für den Kadi stungen. Wie zum Beispiel den Afkoto, den Georges Pierre. Das sind ganz honorable Menschen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass am Georges Pierre irgendwie ein Debüt, de Commencement von einer kleinen Kriminalität ging. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit die Leute waren. Dass hier in der Alchemie klerikal gewirrt. Ich sehe weit weg von den Leuten. Ich sehe auch keine Christen, du weißt das. Ne? Mhm. Weil, ich sehe gar keine Christen. Ich sehe nicht nur Antiklerikal, ich sehe Christen. Er fand sie bald, ich von den Christen kenne ich die Button partout. Ich kratze mich vor allem. Ich will nicht mit den Leuten. Bon, sie sind Christen, das kann mich nicht empêchieren. Ganz objektiv, wie wird sie zu schwätzen. Gell? Verstehe? Mhm. Und zu uns erkennen, dass es lief, ordentlich, konvenable Leute sind. Ich kann mir nicht ganz gut vorstellen, wer das ist. Ich kann noch ein Dossier nicht genug für ihre Lohmierheit. Eine Meinung zu machen. Ich weiß es nicht.
Die respektieren die aber Leute, die zum Beispiel Dave Glewig sind oder haben ein Problem damit? Nein, dass die Leute, die Dave Glewig Leute, sie krank Leute für mich. Sie krank. Sie egal Problem. Was für eine Religion. Ja, sie ein Problem. Oder just Christen. Christen, die haben eine pure Religion. Das Judentum, das ist am Anfang etwas nach Intellektuelles. Ne? Und da geht es den Islam. Mit denen hat man nicht nachzudenken, ich habe nur mit den Katholiken nachzudenken. Das ist eine Sozietät der Katholiken. Ja. Den Sohn immer Erwärter, Inquisition, Erter Natur. Da hat man mir auf den Grill gesagt, wenn sie nicht d'accord waren. Ich war zu Rom, ne? Da hatte ich dem Papst geschrieben. Ich ging auf den Campo dei Fiori, wo 1602, wenn ich mich nicht erinnere, den Giordano Bruno verbrannt ist. Ich habe einen Challenge dafür. Da kommt dabei Guerre des Religions, Croisaden, Feinde nicht wie Violence der Blut. 1789 kommen zur Liberation durch die Französische Revolution. Seitdem sind sie mir ruhig gehen. Mit 24 Jahren haben sie nach einem Cinema gestartet zu Paris, wie der Scorsese sein Film gebracht hat. Da war er blessiert. Versteht ihr? Mhm. Sie sind halt gedarmt, nicht weil sie sich gerne tun. Sie sind gedarmt, weil sie es nämlich keine machen. Sie sind nur froh, dass sie den Islam so ersetzt. Versteht ihr? Aber sie selber, als das aller Lächt vom Lächt. Sie haben eine Geschichte, ob die kann ich nicht mehr speizen. Gibt ihr dann in höchstrangigen Kirchengänger verteidigen für irgendetwas? Mit diesem Mensch. Das ist ein Mensch. Ich muss da können unterscheiden. Ich kann nicht schizophren sein. Nämlich, wenn, wenn da so eine Haltung hat, vis-à-vis von... Das, das ist ja egal. Wenn der Mensch mit Sachen konfrontiert wird, die falsch sind, oder wenn das erlenkt, das spielt bei mir der Prinzip Sartrien. Und das spielt für jeden Frieden. Ob er den Krüsch das oder kein Krüsch das. Ich sehe für celui qui est seul. Et contre lesquels ils sont tous. Egal was man denkt, an mich, ich gucke in sein Dossier, aber wenn an dem Dossier Sachen sind, die mir nicht gefallen, an dem Mann, den das mit der Weg an Katerat kommt, für das oder für das, dann wird er verteidigt. Selbstverständlich. Du kannst da eher persönlich Meinung zu dem Avalanche-Haus. Mais bien entendu, ich muss da einen Unterschied machen zwischen dem, was ich denke, und zwischen dem, was der Mensch ist. Ça ne va pas autrement. Hein? Wenn ich nur mal einem Katholiker zusammenkomme, dann denke ich nicht direkt an die Inquisition. Oh, ja, oh, ja, oh, oh. Ja, aber nein. Aber wenn er nur fängt, mal Misch zu bauen, mit dem Muttergott, also mit dem ganzen Scheiß, da, ne? Ja, da fängt er nicht nervös. Ne? Muttergott ist, ne? Also, Dieu, ne? Dann der Pigeon, der... Pentecôte, dann der Pap, den der Jungkreis hier legt, also wie Chinesen davon her. Wie den ersten Pap aus China kommt. Und den hat ihnen erzählt, dafür Austria. Austria ist ja für mich das idiotische Fest, was es gibt. Das Fest, wo der Pap sein Bauch kruzifiziert. Und dann, Jitfried ist so kurant von dem, was so geschieht. Die Juden ist so kurant. Der Papa ist so cool. Das ist alles organisiert. Und da steht nur drei, die sagen immer, war das da, der Scheiß. Und die haben Chinesen gesagt, mir lasst das mal. Hau dir sie noch an. Wir sind eine konfuzianische Gesellschaft. Respekt für die Familie. Festet auf ihren Papa. Ja? Boah, das ist eine Religion von einer Dummheit. Sondergleichen. Das ist aber Bibelfest, du da himmlisch, ob der Tolle da was Bibel gelesen oder? Aber die Bibel ist interessant. Ich bin ein großer Freund von Hebräisch. Ich bin ein extrem großer Freund von den Juden. Sie ganz judophil angestellt, weil sie enorm viel für die Kultur beibringen. Ohne das gefummelt, ohne das religiös gefummelt. Die jüdische Geist, auch wenn immer gesagt wird, das Judeo-Chrétien, nein. Judeo-Chrétien, das ist ein Amalgam. Juden hier und Christen da. Weil wer hat den Christen 2000 Jahre gemacht? Sie haben Juden verfolgt. 2000 Jahre! Und für was? Sie haben die Juden reprochiert, ein Deizid.
Gott tot gemacht. Engem Homicide, schon reprochiert sind ja pas mal. Aber in diesem Gott tot gemacht. Und das wären 2000 Jahre, den Unfug kolportiert zu. Da sieht George Steiner, großer Philosoph von Oxford, das hat zum Schwach gefahren. Das hat direkt am Schwach gefahren. 2000 Jahre als Schwach verbringt. Von innen, nicht von einem Mann. Und das Preis in Schwach gemacht und das ist ein Detail. Hat nicht mit der Fang von der Sache. Den haben sie sich zu reprochieren, wenn sie weiter nicht gemacht haben, wie sie persekutiert, sie abseits gesagt, sie aus der Sozietät rausgesagt. Weiter nicht. Und Juden können heute leider Gottes auch nicht das so wie ich das nur so, weil sie müssen diplomatisch sein, müssen aufpassen, wir leben in der katholischen Sozietät, wir können sie die ganze Zeit picken, da picken ich sie. Voilà. Und nicht so und das, was sie nicht können so. Ich bin über Tüden eine enorm große Bibliothek. Ich bin den Leuten so dankbar, was sie für die Kultur gemacht haben. An der ganzen Welt, wenn ich bedenke, dass 20. Jahrhundert an den drei Sternen von der Jüdischen Freud für die Welt, Einstein für alles drüber, der Karl Marx für die Ökonomie, das ist incroyable. Incroyable. Formidable, völlig. Und da sind die großen Freunde von der Brüche. Ich fand das ein sauscher Spruch. Und das ist eh von meinen Regrähen. Ich habe zwei Regrähen am Leben. Ja, aber. Ich habe zwei Regrähen am Leben. Ein erster Regrähen ist, ich habe Piano angefangen. Ein Piano ist ja mich das allerhöchste von Instrumenten, was es gibt, weil das ist ein Orchester. An sich. Und ich finde das leider Gottes Mist, weil ich als viel habe ich da. Und ich vergehe es Hebräisch. Dave zu lehren. Und das tut mir heute nicht, weil der Hebräisch als der Berso von unserer Zivilisation. Da haben wir Projorion und so viel. Das ist regrettlich. Voilà. Sie schön ausgeschweift. Kommen wir noch zu aktuellen Sachen zurück. Der Fall Felix Bratz. Ich weiß nicht, ob der erst schon mal da beschäftigt wird. Felix Bratz ist mir so wurscht. Wie ich nicht mehr kann sehen, Felix Bratz ist immer konsideriert als einen ganz schwachen Justizminister, den der Justiz ganz gut gefallen hat, weil er wahrscheinlich alles das gemacht hat, was er gehabt hat. Der Mann hat einen ganz urgen Imponderable gehabt. Und er ist nicht mehr im Stand gewesen, seine Mission zu exerzieren. Der hat ja ein bisschen die Urgenz ersatz gehen. Ich weiß noch immer nicht, was sie dem Bausch reprochieren. Ich verstehe das noch immer nicht. Was tut der Bausch? Was tun die Leute überhaupt? Für was greifen die Leute an? Ihr müsst einen Ersatz geben, ihr könnt ja nicht bleiben. Man hat ja keine provisorisch Ersatz geben. Aber nicht, provisorisch Ersatz geben. Der provisoire geht durch. Man so eine Ersatz wie hier. Und das haut dann nicht an der Reihe. Das ist ja normal. Ich meine, hier selber hat mich so ein ersetzt mich direkt von sich geliefert. Hier hat das sollen so. Ja, mit dem Moment war er vielleicht nicht am Stand für das ja, zu machen. Ja, okay, aber wie in einem Stand, wie in zu sich gekommen ist, hat er mich so klar in am Kopf, dass er gesagt hat, enfin, écoutez, ich kann ja das nicht mehr machen. Ersetzt mich Justizministerium als ein wichtiges Domain, das ist den troisième pouvoir. Mhm. Vielleicht geht es doch erst um den Funk als Präzedenzfall, dass ihr seht, ein Politiker, der noch nicht lange genug am Amt war, an dem geschieht etwas, das für den nicht gesucht ist. Das ist ja das ein bisschen der Funk von der UK. Alle Politiker wissen ja, wie das geht. Ja. Wenn Politik geht, der Engel weiß es ja auch. Ne? Ja, oder nicht? Der Engel ist ja auch Politiker gewesen. Ne? Mhm. Wie soll ich dafür den Engel kommen? Ne? Oder? Politiker ist eben so ein Beruf. Ne? Das ist eben so. Da sind ja viele Politiker, die kriegen besser Platz. Ja. Nur ihre politische Karriere. Ja. Oder während. Das ist eine super Sauerei. Ne? Schon während. Ne? Ja. Für wen ist das eine Sauerei? Ja, weil sie profitieren von der Schuss publik für die Schuss privé zu augmentieren. Ich fand das allerhand. All die Politiker, die nur der Politik irgendwo immer verschwanden, in großen Administration privé, Conseil d'administration, links, Conseil, das ist ja schon präpariert,
schon wie sie da war. Das ist ja so, also ich so nicht wie mich Ding. 10 Jahre lang, nicht. 10 Jahre, du gehst vor als Minister, da warst du 10 Jahre lang, nicht. Ja, aber ich überlebt denn dann? Ja, da musst du gucken, wie er sich überlebt. Er hat das Risiko geholt, Politik zu machen, da musst du gucken, wie er daraus rauskommt. Ich muss auch gucken. Wie ich am Ende vom Mund rauskomme. Ich bin heute 10 Leute beschäftigt, ich muss am Ende vom Mund rauskommen. Siegfried muss das machen. Voilà. Dafür verstehe ich auch nicht, dass der Presse geholfen wird. Für was soll der Presse geholfen werden? So ein Arabisch machen, dass sie gelesen werden, wie der Kanar en Chinois. Die braucht das nicht. Nur kein Pip nicht, mir schreibt auch nicht so. Wir müssen mehr kontribuable Presse unterstützen. Für was? Das ist ein interessantes Thema. Nee, für was? Für was müssen wir Geld ausgeben für den Filmfonds? Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz spezielles Thema. Wir bleiben noch bei der Presse, weil all Jahre gibt es hier Presse, die hat Pressehilfe auch an die Luft gesagt. Das ist eine Sauerei da. Sind die Journalisten danach neutral oder können sie nach ihrer Arbeit machen? Ja, was weiß ich, ich bin ein absoluter Adversär davon, dass wir Kontribuablen die Leute sollen unterstützen. Wir unterstützen auch heute. Kein Mensch. An ihr auch wahrscheinlich. Nein. Voilà, c'est ça. Kein Frisonsing habe ich mehr, ohne Subvention. Ja? Voilà, wenn sie das nicht können machen, sollen sie abhalten. Ja, weil das ist immer auch ein Gleichgewicht zwischen sie dürfen auch nach Publicität verkaufen und sie kriegen Hölle vom Staat. Das ist, das ist entweder das dient oder das dient. Ich bin ein absoluter Adversär, dass denen Leute in der Tante, in der Terme gegraft wird. Sie nennen sich die quatrième pouvoir. Na, überlege ich. Die Arroganz von 40 oder 50 Menschen, die von sich behaupten, sie wären die quatrième oder wie viele Journalisten. Oh, 200. Journal, ja, aber 200. 200, die nicht gewählt sind, kein Mandat von euch tun, nennen sich der quatrième pouvoir. Aber was sind das dann? Guck dir das mal an. Und dann gehen die nachher unterstützt. Ich bin ein Adversär absolut für die Presse zu helfen. Sollen gucken, dass sie eins gehen. Was ich sage. Ja, aber es heißt ja von der Regierung aus, dass sie nicht kennt, die Menschen nicht kennt, nivellieren, wenn sie nicht geholfen werden. Ergo hätte man da kein Pluralismus mehr. Ah, was für Pluralismus haben wir da? Was für Pluralismus? Muss sowieso kein. Okay. Sowieso kein Pluralismus. Muss nicht mehr dazu haben. Siegfried schreibt plus ou moins dazu. Ah, voilà. Und da dient sich, was zu schreiben, sind Scoopen. Die Scoop. Wir können wir zusammen. Wir sind die Person, um die wir uns schauen. Aber der Fond von der Sache. No, nix. Rien. Wie zum Beispiel Tritt des êtres humains. Rien. Dafür baut auch Kronen, wo die Justiz total defektuös war. Rien! Die Justiz ist gar nicht geguckt. Gar nicht! Wie das geguckt in der Berns? Dass den der Guillotine schappiert, das war kriminell, dass den da rauskommt. Kein Sauer trug durch. Zusammen mit der Justiz, die waren nicht an der Reihe. Nein, nein, sämtlich sind die Respekt. Was soll mir dann so leider los? Ist das just der Fonds, den sie nicht sichern, oder hat das andere Ursachen? Na, das weiß ich nicht. Sie haben zum Beispiel der Berns, den war ein Feind, persönlicher Feind, Gott weiß von ihr. Wie sagt der Nietzsche? Nietzsche, das ist mein großer Freund. Ja. Nietzsche, ne? Nietzsche sagt, muss alles in der Sicherheit, in dem Winkel Biografie. Alles, was der Mensch mischt, seht, denkt als biografischer Natur. Ne? Irgendeine Sauerei als geschieht am Leben, an der es ein Hass kommt. Ne? Und da geht sich um den Mann gerieben. An der Mann, den zählt mehr wie alles ernst. Ne? Wird ob der Mann an einer Sauerei für Prozeduren, dann kommt er. Denn wenn mir nicht den enorm guten Prokureur General gehabt hat, Spielmann, leider Gottes ist der Mann dort. Leider Gottes ist der Mann nie ersatz. Ein so ein Supermensch. Was hat Kopf nach so ein Supermensch in der Justiz? Das ist der Walter gewesen. Das war ein formidabler Typ. Ganz grandioser Mann. Das war, wie ich angefangen in 1962. Formidabel. Übrigens, 1962 waren die Richter alle gleich kultiviert. Die hatten alle gut Latein gemacht. Die haben alle gut Französisch, Deutsch, Literatur gehabt. Guck mal, gib mal drüber gucken.
Du hast besucht, du hast von dem Mann gesucht, die Frau gesucht, geschwärzt. Das ist ja wieder, die in Zukunft nicht mehr darf, benutzen. Wir sind ja an der Gender-Diskussion dran, wo auch zum Beispiel Repercussionen an den Schulen sind, dass kein weiblicher oder männlicher mehr dürfen gewissen gehen. Alles muss neutral sein. Also ich habe das gesehen, da muss ich ja sagen, dass das hautement pathologisch, hautement krankhaft. So ein Arscherei. Und ich mir nicht keine vorstellen an einer Sozietät. Der kann nimmer an einem Gegenden stehen, der an einer totalen Frustration sexuell hat. Totaler Frustration. Und da fanden wir rein, dem Nietzsche sein Element Biografie. Guckst Biografie von den Leuten, no? Und da fragt sie dich, wer hat dich getrieben zu denen rein, fragt sich. Wo könnt ihr dann hier? Ja, es könnt hier, ich so nicht, wo ich meine das. Das erkennen sie natürlich nicht un, aber das ist es so. 2000 Jahre lang wurde die christliche Welt, an der wir leben, den ADN formiert. Und am ADN von den Leuten Depot aufgesagt gegen Sexualität. Die Grafdepot. Er hat uns sein, dass der Rilke am Ende von seinem Leben an einem Brief an einen jungen Arbeiter geschrieben hat. Sie haben den Sex heimatlos gemacht. Heimatlos gemacht. Das hat die größte Requisitoire gesprochen gegen sie. An dem ganzen Fond von dem Scheiß, den der Lodo erwähnt, da leidet d'une certaine manière daran. Sie wissen es just nicht, wie eben oft, ob es nicht gewusst ist, wie war das, du hast. Und das expiriert die ganze Zeit. Und da kommen so Krausigkeiten wie. Aber die Leute hier wären ja da gut inspiriert. Männer kriegen die volle Wäsche geschnitten, Frauen gehen buschiert und dann sind wir fertig. Nur ist kein Frau, nur ist kein Mann mehr. Was sind das für. Oh, was sind das Menschen? Was sind das Leute? Ja. Der Sex ist das Wesentlichste und. Also, viele weiß nicht gehen, ne? Frau ist das Schönste. Was der sogenannte Schöpfer, den Nigin hat, gemacht hat, an ihrer Rondeur. An ihrer Art und Weise, sich um den Mann zu approchieren, an den Mann sich um sie approchieren. Das ist l'humanité la plus profonde. Da ging die hin an die Verhexenden. Was sind das für Leute? Wo kommen wir hin? Und das sind dieselben, die Scheiß noch gefragt haben. Der Bruder und Brüderin. Der Mensch an Menschinnen, den Redner an Rednerinnen, ein Mensch, den einen Diskurs muss halten, an der ganze Zeit aufpassen muss. Kann gar nicht viel zu einer Tonne sein. So ein Blödsinn, anstatt zu sagen, Bierja. Punkt aus, generik. Nein, Bierja an Bierinnen. Soldaten an Soldatinnen. Und Offizier an Offizierinnen. Und der Verkund an Verkundinnen. Oh, Mann. Gender und Gender. Oh, mein Gott, was ein Band. Ja, aber so, das könnt ihr dann aus dem christlichen Eck. Könnt ihr aus dem Scheiß Eck, ja. Also die katholische Kirche hat ja eigentlich den Pouvoir verloren. Die schwätzt ja keinen. Ah, ja, aber das ist das, das sind nur andere Kräfte, die da weiterführen. Ja, aber den ADN ist geblieben. Wen vekuliert das da? Aber ja, den ADN von den Ass verschossen auf dem Punkt. An den hast du für lange Zeit verschossen. An Sexualität steht dauernd an deinem suspekten Etwal. Die müssen das darüber wissen. Gedacht, nein, ich bin suspekt wie Sexualität. Über Sexualität geht aber mit der Hand für den Mund geschwärzt. Ne? Ob schon eine Tatsache ist, mein Mensch. Absolut zentral. Ich meine, die Jungen die 20 Jahre, die sind aber. Ja, ich weiß nicht, wie die Jungen von 20 Jahren sind. Ich hoffe, dass die Jungen von 20 Jahren so sind, dass sie für l'amour aimen, dass sie approchen die Frauen, die Frauen, les hommes, etc. Und dass die Menschlichkeit, die normale Menschlichkeit zum Drogen kommt. Eine schöne Frau, schon in einem Buch, also immer mehr schön wie ein Schlapp. Ja. Oder nicht? Ja, ja, c'est ça. Ne? Voilà. Da machen wir nur Schlappen da hin. Ne? Also, was ist das für Blödsinn? Das geht für das Schlappes Kino. Das ist Blödsinn. Ein totaler Scheiß ist das.
Trick zu der Aktualität auch. Weil das ist auch aktuell. Aber yeah. Etwas anderes aus dem Herr Büttelsen Aufschlusserbe auf der Uni. Die hat ja da auch erst ganz auf seine Seite gestellt, ja, an einem Brief. Das interessiert effektiv Leute. Ich habe nicht auf seine Seite gestellt. Ich habe schon gefunden, dass es von einer Exageration primitiv war, für sich mal da aufzugehen, an der Büttel zu reduzieren auf ein Papier, die für seine ganze Karriere d'Avocat kein Wichtigkeit hat. Der Büttel hat also verkauft, ob er das so gemacht hat oder nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel nicht so gemacht. Sie kennen den, wie heißt den, den Bing oder Bung, den, wie heißt den, der von den Report Bing. Ah, Bing oder, den von Reporter, ja, den Journalist, ja, ich komme doch nicht auf sein. Bing, Bung oder was, ne? Aber den kann gucken, ob er mir findet. Wenn aber mein Bücher guckt, die wird Buddhismus, die wird Christentum und so, da waren sie bald Sätze, alle Guren, ganz klar mentioniert, wenn sie aufgeschrieben sind. Ja, mein Buch über die Pâturage und Christentum, meine ich, sind 20 Seiten. Da rief lang, wo das steht, das steht so viel. Außerdem profitiere ich davon, wie ich zu sagen, wie ich das Buch geschrieben habe. Das ist eine von meiner größten Satisfaktion, die ich habe, ein Bücher schreiben. Ich habe eine Anthologie rausgegeben, über La Vie des Saints. Egal. Da steht so ein Scheiß drauf. Das kann kein Mensch sich vorstellen. Ich bin an einer Bibliothek von Patre, von Verviers, und auch immer. Also Kloater, den Zugang. Für Kirchentum intramuros umzugreifen, wie 2000 Jahre alt war. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Le Pâturage. Und dann, für das Buch zu schreiben, habe ich 4000 Bücher gekauft bei den die Stunden in langer Zeit bei mir zu Paris. Die Rollen noch rein, sind auch schon viel fort, weil das Buch ist fertig. Aber du waren 12 Ben Histoire des Sandra. Mama, 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 was tust du die Sache? Du hast zum Beispiel einen, die sieht, ein Hellig, die ich Plaisir nicht zu kennen, die sieht, ich schon so ein Plaisir gehabt, immer taut, von den Leprakranken zu fressen. Aber wenn ich es an der Gurgel habe, dann habe ich gesagt, ich wäre in der ersten Kommunion. Ich bin da draus in einer Anthologie. Wisst ihr, wer mich gerufen hat? Der Charlie Hebdo. Und Charlie Hebdo hat gesagt, man hat nie so gelernt, Monsieur. Wir illustrieren das Buch. Und das tun sie gemacht. Kann nicht viele zu mir so. Nicht? Der Bim Brung oder so vom Report. Nicht so. Das hat der Charlie Hebdo gerufen. Ja, lohnt nicht vor dem verloren, das war aber ganz interessant. Ja. Ah ja, doch. Es wird ja viel geschwärt über den Referendum. Ja. Eigentlich waren wir noch nicht ganz fertig mit der Sache, mit Herrn Büttel. Ja. Weil eigentlich, der sieht ja ein ganz pingelischer Mensch an vielem, an allem. Ja. Eigentlich, theoretisch, müsste die Stadt ja steuern, dass er ihn da nicht vermerken gemacht hat, schon das da geholt. Ich, das ist ein Fehler, den er gemacht hat. Hier geht das ja auch in certain Manier zu. Ich reduziere den Büttel nicht darauf. Der Büttel ist ein Mann. Den gucke ich an seinem Profil General, nicht an so einer Scheißerei, von 90, wo er in jungen Jahren hat es gemacht. Jedfrein hat seine Kaserne, jedfrein hat seine Boîte noire, jedfrein hat sein Fond de Poubelle, jedfrein soll bei sich direkt mal selber wollen. Da findet er genug Raum für sich auf ihr Maul zu haben. Und der Tod vom Büttel, das ist ein nebensächliches Aspekt. Was beim Büttel für mich zählt, ist, und das ist nicht blamiert am Ast. Er schwätzt ein exzellent Französisch. C'est déjà pas mal. Er schwätzt ein ganz gut Deutsch. C'est pas mal. Und er schwätzt ein exzellent Englisch. Er hört mich nicht blamiert wie ein Asselborn. Ich kann ja keinen Spruch schwätzen. Nicht gut, nicht? Wenn ein Deutsch schwätzt, dann drehe ich direkt zu, weil er sich nicht braucht, nur zu lauschen. Der Büttel hat uns nach nicht blamiert am Haus. Kein Instant. Er hat außerdem kein Kastrollen in der Face. Wie Sarkozy, den ein Kastrollen oder der an Frankreich hat ja Politiker auch Kastrollen. Er hat kein Kastrollen. Es kann ihn dem Mann nicht reprochieren. Da ist ihnen nicht fertig mit so einer Armut. An so einer Armut kann aber dazu feiern, dass der Mann in Depression möchte. Kann dazu feiern, dass der Mann fremd kriegt, an dem er sieht, bon, guckt, ich freue mich,
an dem ihr seht, dass sie plagiaten sie für. Das ist nicht zu vergleichen mit Gutenberg. Weil Gutenberg hat ein Doktorat gemacht. Und er lebt durch die Welt als Dr. Gutenberg. Das ist eine ganz andere Sache. Der Büttler ist auf Gott und du hörst ihn dort Kind, das ist ganz andere. Den D.A. hast du mal zu dem. Wenn die Gutenberg, den erlebt als Doktor noch immer, andauernd rappelliert ein paar Konsequenzen. Von Mainz bis auf, dass ich Doktor habe. Ich war falsch. Das ist eine große Differenz, mein Bettel. Da kommen wir drauf zurück. Ich bin für celui qui est seul et contre lequel ils sont tous. Das ist ein größter Wiesemann. Egal wie, der größte Feind kann immer auf mich zählen und recht. Dann sind zwei Lonely Wolves bei Ihnen. Oder? Ja, um Telefon hat er auch gesucht, schon, wo man mit mir geschwärt hatten. Kommt man nicht mit Frohen zu der aktuellen Situation, weil la santé prime tout. Ja. Könnt ihr das ein bisschen erklären? Also, ich meine, die Regierung, die wir da haben, das Mädchen, das dort an der Santé sitzt, dat mich den habe ich die an mein Sentiment nicht kritikabel ist. Den mehr kritikabel ist, ist der Direktor von der Santé, den eigentlich sich den unwahrscheinlichen Satz erlaubt hat, ganz am Anfang von der, das ist ein kleines Krippchen. Kann sich erinnern, wie das ist? So ein Krippchen. Wo sie was für ein Krippchen ist. Sie machen also, sie holen viele Mesuren. Das gesagt aus wie ein Kontrant, gesagt aus wie eine Beschneidung von der Libertät. Ich habe gestern ein Dessin gesehen von einem Humorist. Da stehen sie, sie sind an den Bayern-Schlag gekommen. Ne? Sie hatten alle guten Besuch. An einen hat nach Stücke darüber nicht gesagt, ich bin ein freier Mensch, das ist ein Gebiet, du bist frei. So was noch ein. Ne? Freiheit, das heißt Freiheit. Wenn ich da leide, dann ich suffokiere und dann denke ich, Covid-Attack. Ja? Was ist das? Da wäre ich, wenn Lot zum Beispiel in die Region käme und sie ging all die Mesuren nicht wollen, die sie geholt wird, und ich kriegte Covid, da ging ich ging mit der Achse in den Ministerium der Santé. Dann hätten sie Rabisch nicht gemacht. Schön Arabisch gemacht, ganz gut. Das Mädchen hat das ganz frei gemacht. Ich will gar keine Kritik zu äußern. Das Prinzip bei mir ist, la santé est au-delà de liberté. Für den Staat. Weil wenn ich keine Santé habe, kann ich mir eine Liberté nicht aufhören. Na? Gut, na. Verstehst du? Ja, also, was ich mache so froh, ob man nicht ein komische Ausstellung zum Tod entwickeln, Louis, aber sicher. Weil wir müssen ja alle guten ein sterben. Ich fange mir nicht an, eine Angst zu kriegen für den Tod, die nicht mehr gerechtfertigt ist. Ja, Angst für den Tod. Ich habe zum Beispiel keine Angst für den Tod. Ich meine, der Tod ist eine enorme Liberation. Eine enorme Liberation. Ich habe meine Mama gesehen, sterben. Das war, ich kann nur nicht so, das war ein Genuss. Das war aber nicht aufregend. Ich habe gesehen, comment elle glissait lentement vers le néant. Ja. Paisible Gesicht. Ja. Und sie hat immer mehr an den Néant ragen. Es sind noch Leute, die waren am Bord vom Néant. Freunde von mir, die Hepatit hatten. Ne? Die waren am Koma, waren ganz nah bei dem Präzipis. Und mit sie noch zurückgebracht. Die waren so groß. Am liebsten wären sie da geblieben. Also ich ging mengen, das wäre eine große Liberation. Und das Einzige, was ich am liebsten nicht fährten, ist zu sterben. Was ich mehr fährten, ist mich selber. Aber wegen der Gesicht? Ja, weil kein Mensch dich kennt. Kein Mensch, und das ist eine ganz katastrophale Geschichte. Wir sind, wir haben an uns leihen 360.000 Jahre Heritage. Die sind nicht der Produkt, die bei Null gefangen haben. Gar nicht. Die rassieren dich an eine Masse von 100.000 Jahren.
wie man aus dem Money den Syphilis hat, am denkt die Hunde, wie man könnte. Da Zuren sitzen da. Die wisst überhaupt nicht, wie das ist. Es gibt den englischen Philosoph, Ressant, der Name ist Chapeyat Malo, der hat gesagt, wenn der Mensch sich kennen für 2%, dann wäre es schon viel. Gönnage. Das ist ja an der Kriminogenese das ganz schrecklich. Bemol. Können den imponderable. Ihr in Sauerei, die es nicht muss, kannst. An den Hengst. Aber wo könnt ihr? Ein Bemol kostet eine Perversion an den Kopf. Chimie wird keiner. Denn Dostoevsky sei wirk, als weiter nach mit Illustration von dem Radiologist gesagt. Mit der Tischio, das schwätzt ja ein bisschen indirekt von einer Zucht von Reinkarnation, oder? Nein, nein, gut. Oder wie das ist doch eine falsche Interpretation von mir. Das ist eine Reinkarnation. Reinkarnation ist, wenn der stirbt, und da gibt es einen Fleischmeck oder einen Renard, den Leute an Bebeis oder so. Die meinen, das nein, die, so, die ich meine, das Tiefmass. Genau, ja. Tiefmass, die liebt, du gehst geboren, man denkt, Tiefmass. An die Mass, die das ganz, ganz diffus, die hast überall, du bist nicht das Resultat von einem Point Zero, du bist das Resultat von einer langen, langen Evolution, aber was ist der Revolution dran? Mein Gott! Man, ich sehe heute noch immer der folgende Überzeugung. Und da rede ich mit Freund Nietzsche. Wir sind heute noch kein Menschen. Wir sind Affen. Wir heißen Homo sapiens. Einer Affen heißen Makaken. Einer heißen Aranischt. Orang-Utangen. Wir sind ein Affen Homo sapiens. Und an dem ganzen Reservoir, wo wir sitzen, sind wir das aller Beisartigst von der, was es gibt. Absolut Beisartigst. Wir haben auch gar keine Evolution mehr. Wenn ihr bedenkt, dass ich 84 Jahre mit 90% Approbation von den Völkern in Frankreich und in Deutschland 6 Millionen Juden verbrannt hat, für was? Weil so Völkerkonzentration. Am die schwätzt mir von Moral und die schwätzt mir von Progress. Da kann ich höchstens so ein Jahr in das Gemach im Ebenbild Gottes. Das kann ich mir sagen. Gaston Vogel, das Referendum wollte man noch ausschneiden. Was hält ihr davon, wenn das Volk soll über verschiedene Sachen aufstimmen, mitschwätzen? Ja, Herr Schell, ich bin ein Feind vom Referendum. Wir haben erstens keine Tradition zu Lützburg. Und zweitens bin ich der Meinung, das Referendum Römerkeier nur die biografischen Donnie geht. Das funktioniert nicht. Die guckt, der hat ein paar Blätter, die hat aber 700 Geld. Oder die Partei als favorabel dort. Wir sind nicht an der Partei, also 700 Geld. Das funktioniert überhaupt nicht. Und die Frauen, die gestalten gehen, die sind extrem kompliziert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn sie lohnt, nicht heute zu diskutieren. War ein Referendum gegen gemacht, gegen Monarchie oder Republik? Ja, okay. Das ist einfach. Einfach. Monarchie oder Republik? Naja, ja, ein Referendum geht über die ganze Konstitution. Wenn dann zum Beispiel eine Modifikation gegen gemacht, gegen über den Conseil d'État, zum Beispiel, wenn sie lohnt, war. Das ist ein Beispiel. Da musste man jede Frage erklären, wie der Conseil d'État ist. Wie die funktioniert, wird also. Da gehst du die Kurde durchhalten, durch das ganze Land. Ne? Und dann ist der Referendum. Kein Sau hat das verstanden davon. Das sind peinlich juristisch Feinheiten. Die gehören nicht an ein Referendum. Wir gehen ja wählen. Ne? Die Leute, die gewählt sind, und ein Mandat kriegt, für sich darum zu kümmern. Und wenn einer denen, die das Mandat kriegt und der Jäizen, Referendum, das sind Populisten. Die wollen abfallen. An dem so, ja, die sind souverän, völliger souverän. Ja, aber da muss ich verstehen, um was das geht, versteht aber nicht. Und das ist nicht, weil Thomas, mit Juristerei als ein Grimoire.
c'est un grimoire. Hein? Wir verstehen das doch. Ja. Mehr eine Konstitution zum Beispiel ändern, als schon, das kann schon große Konsequenzen haben für die Zukunft auch. Ja, wenn es um eine ganz, ganz wesentliche Sache geht. Ja. Wenn zum Beispiel gesagt wird, wir feiern an, dass der Prokurator nicht mehr so dependent als vom Minister der Justiz. Was soll das dann an einem Referendum? Was ist das doch für ein Quatsch? Das ist der laut. Chapitre für Chapitre. Da gehen den Kopf froh, die zu beantworten, sie von Leuten, die bleiben wissen, wie das geht. Die Leute sind froh, wenn sie nicht einmal belästigt sind. Ja? Ein Referendum feiert meistens nicht dahin, wo es soll feiern. Weil Leute nicht interessiert, das wie bei der Presse, sind nicht interessiert im Fond. Sie sind interessiert in den kleinen so Arabesken rundherum. Ne? Und so, na, den hat das ja auch mit der Gegend. Ah, Quatsch. Sollen hier Sachen machen. Ne? Herr Vogel, wir haben eine Kadenz von 12 Monaten ungefähr pro Interview. Was würde er in den nächsten 12 Monaten machen? Das sind die Skönemieter. Das ist Skönemieter. An 12 Monaten? Na ja, das sind schon vielleicht 40. Was weiß ich? Das kann mehr sein, kann nicht mehr sein. Das kann Haut sein. Ja, aber nicht an der Form, wie ihr seht. Ah, ja, aber ich kenne das Beispiel von einem Mann, den ich zu verteidigen habe. Den hat der Lob von einem Ohr verloren, war Croupier an einem Casino. Und ich zu ihm gesagt, mit der Mauer kann man es nicht halten. Das ist der arme Mann, bei mir kam. Nur 3 Jahre konnten sie eine Indemnität. Aber mir ist 10 Jahre. Die haben hier noch geschrieben, konnten ein paar Millionen. Und war nicht gekrascht, gleichzeitig gesagt, lo kann ich endlich den Terrain kaufen, den ich immer wollte kaufen. Bauen. Und da geht ein Plorenz, weil er Menge nicht, oder Lünchen ist, und ein Bistro. Und dann können aus dem Bistro raus, und dann können jeden dumm Sau, die wir renten, und hier als Unfassad gespritzt, und um 3 Uhr mit, das war die ganz Fried, die muss um 10 nach war, fort. Das, was die nennt, les impondérables. Und das, was die Existenz humaine verrückt mich. Mich mehr ein impondérables. Weil ich nicht weiß, was mehr ist. Ich weiß nicht, was in einer 4 Stunden ist. Ich weiß nicht, ob ich an einer halben Stunde nicht mit der Panz Treppen hochfalle. Und ich vergesse ein Handy bei mir zu. Und ich kann hier rufen, an den ich immer dann abbrechen muss, um zu gucken, wo hast du vorholt. Und finde mich da Futti durch. Ne? Das sind die Imponderable. Okay. Gerade nicht zu wissen, wen ihr es geschieht, als du aber den Zweck, also den Sinn vom Leben, weil wenn man alles wissen, dann gibt man ja verrückt. Ja, aber wenn ein wenig sensibel ist, dann geht er noch verrückt. Ich bin kein Optimist, ich bin ein restloser Pessimist. Wenn du aber schwierig stellst, wo bist du am Weh dann? Nein, ich bin gar nicht am Weh, au contraire, ich bin attentiv an meine Person. Mais wie in den attentiv an meine Person, ich lebe hier ganz viel magmatisch. Ich sitze so weiter dazu. Ne? Voilà. Mais ich muss wissen, das kann an einer Minute oder an 10 Minuten drüber sein. Fertig. Da musst du akzeptieren. C'est la vie. All der von den Stützern, als sie gucken, so und ich, ah, hier, das Wort. Das war Mutter Gottes zurück. Und das zurückgerufen, da fand ich das so extraordinär. Oh mein Gott, was wäre da eine Katastrophe? Die gestern zurückgerufen bei all die Hellich, die verrückten Hellich, die ich an der Anthologie beschrieben habe. Und da passt eine Ewigkeit mit denen Hysteriker allein. Wenn das ist, wann er denkt, wie schrecklich. Das soll du nicht stehen, du hast zurückgerufen. Was soll dann du stehen? Ich finde mein Dülsen aus irgendwie projiziert. Il a le plaisir d'annoncer son décès. Ah. Il était abonné au gaz et à l'électricité. Voilà, punkt, fertig. Wie ist es? Gaston Vogel, vielmals merci für das Gespräch. Ich bin aber ganz überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr, wann die Nacht mit mir will schwätzen, als wir im Mai gesehen haben.